Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Martha is Dead. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was wir machen müssten. Ich nehme gerade neu wieder auf. Lass uns mal in. Ne, nicht ins Tagebuch gucken. Ne, hier war es auch nicht. So. Einen Moment, wir haben es gleich. Wo sehen wir denn unsere Map? Da, Album, Ziele, hier haben wir es doch. Kameras am See, Aufforderung, die Haustür, gehe zum See. Finde den Schlüssel. Was mussten wir denn im Zimmer vom Vater machen? Das haben wir. Lies die Zeitung, sie könnte auf dem Tisch liegen. Haben wir auch. Mache ein Foto von Martha, finde den Kamerablitz. Das war das, glaube ich, ne? Und finde den Schlüssel. Ne, das haben wir gesucht. Er könnte in Vaters Arbeitszimmer sein. Gut, schauen wir mal nach, was wir hier so haben. Beim Papa. Komm, da wird mal geklaut. Was haben wir denn hier? Hier ist der Kamerablitz. Ach, Jetzt kann ich so. Martha auch im Dunkeln fotografieren. Wunderbar. Ach, den Blitz haben wir auch gesucht. Okay, perfekt. Was ist das? Ach so. Ja, halt's wieder nicht so ins Gesicht. Junge, kannst du deinen Arm ein bisschen runter machen? Hallo? Ui. So, also das kann man ein bisschen dezenter halten, oder? Papas Sachen. Kriegskarten. Ich Mhm. habe gehört, dass sich alles an dieser neuen Florenz, San Verteidigungslinie Marino. abspielen wird. Das ist die neue Verteidigungslinie, okay. Mitten in den Alpen. Nee. Doch. Nee. Was ist denn das für ein Gebirge? Ist es überhaupt ein Gebirge? Doch, also das ist auf jeden Fall irgendein Gebirge, oder? Okay, ja. Wir sind ja zum Glück keine Generalin. Da ist auch der Schlüssel. Zwei Fliegen mit einer Klappe, klasse. So, aber weil wir natürlich auch ein neugieriges junges Mädchen sind. Wird hier mal geschaut, was Papa da so hat. Kann ich das Licht wieder anmachen? Kann ich das Licht so benutzen? Ich sollte es wirklich nicht riskieren, aber ich mag es ihnen beim Schlafen zuzusehen. Ach, die Ihre einzige gemeinsame Zeit, während der sie sich nicht streiten. Die schlafen hier. Huch. Ich dachte, ich wäre alleine zu Hause. Hallo, Papa. Scheiß Mutter. Junge, ich stech dich ab. Bin ich gerade Crouch? Wie stelle ich mich. Irgendwie habe ich mich hin. Wie habe ich denn das gemacht? C war es nicht, Steuerung. Nee. Bin ich überhaupt Crouch? Es sieht so aus, ne? Hä? Hilfe, ich möchte wieder. Ich möchte wieder normal sein. Sind wir hier beim kleine Menschen-Simulator? Ach, weil wir hier oben sind, deswegen vielleicht. Kann das sein? Weil die kriechen muss. Bin ich jetzt wieder normal? Ja, jetzt kann ich auch wieder alles benutzen. Oh, da hatte ich aber kurz Angst, dass wir jetzt hier kleinwüchsig geworden sind. Also natürlich, ne? Freunde, das ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn man kleinwüchsig ist. Und wir können eh nicht telefonieren. Hier ist abgesperrt. Hä, ist doch unser Raum. Wir können nicht mehr in unseren Raum rein. Kann ich das Licht jetzt anmachen? Ah, okay, hier geht es. Ah, da ist wieder schön Licht. Sehr gut. Ja, übrigens, was wir jetzt noch gemacht haben, wir rennen hier einfach mal ein bisschen rum. Mama, Papa, aufwachen! Euer kleines nerviges Kind ist wach. Komm, wacht auf, komm. Oder sollen wir nochmal kommen? Sollen wir nochmal hoch? Komm, gut, wir sind ja nicht mehr 12. Da ist auch abgeschlossen. Und wir sollen jetzt nachts zum See, habe ich das richtig verstanden?
Aber als erstes müssen wir mal ein Bild machen von unserer Schwester. Oh Junge, also da habe ich schon wieder Angst. Ach, weil abgeschlossen war. Wir kommen ja auch gar nicht raus. Und die will wirklich nachts zum See und ein Bild machen von ihrer Schwester. Okay, müssen wir mal schauen, wie wir da das Bild machen. Was ich noch kurz sagen wollte, Freunde, ich habe es wieder auf Deutsch gestellt. Ist vielleicht doch besser. Ich fand's cool, aber ich glaube, ja, für euch ist das doch tatsächlich das Beste, wenn ihr das, ne? Und so weiter. Gut. Kamera. We need to make a photo. Benutzen. Jetzt sehe ich ja gar nichts. Muss ich das erstmal. Wie muss ich denn das machen jetzt? Muss ich den Aufsatz erstmal drauf machen oder was? Warte mal, was haben wir? Das Bild ist süß für unsere kleine Schwester, beziehungsweise. Ich weiß gar nicht, wer als erstes geboren wurde von uns. Öffne die Haustür. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Mache ein Foto von Martha. Martha. Aber wie mache ich jetzt den Blitz drauf? Also wäre die perfekte Ding in die Tasche legen. Betrachte die Kamera. Benutze die Kamera. Aber so sehe ich ja gar nichts. Nein. So, ich gehe mal kurz auf Einstellungsfeld. Belichtung. Zu dunkel. Aber muss ich den Aufsatz irgendwo drauf machen? Hilfe. Ach, extra hier. Blitz. Ah, jetzt sehen wir. Okay, wir hätten sie auf jeden Fall nicht fotografiert. Das ist schon mal gut. So, wie bewege ich jetzt die Kamera? Ich schieße es. Ah, okay. Sieht ein bisschen aus wie Obelix, ne? Aus der Perspektive. Wir haben Obelix als Schwester. Stark. Ja, aber wie soll man denn hier ein Bild? Da müssen wir eigentlich ja hochhüpfen. Und so können wir natürlich auch machen, ne? Morgen! Ach, können wir auf aufs Ding drauf? Nee. Aber von der Perspektive, guck mal. So ist es eigentlich schön, oder? Nee, Neigung wollte ich nicht machen, sorry. Nee, ganz normal, so. Höhe. Ah, okay, wartet. Ah, wir können. Okay. So, das ist sehr schön eigentlich, ne? Motiv ist erfasst, es ist scharf, aber es ist zu dunkel. So, jetzt müssen wir natürlich hier Belichtung, ne? Wir machen es einfach noch dunkler. Deine hübsche Maus, unsere Schwester, ne? Zu dunkel, muss ich ganz aufdrehen. Ah, okay. Blende. War das ist ein bisschen zu hell. So, ist glaube ich gut. Fokus. Da muss man hier kurz schauen. Ne, okay. So ist glaube ich ganz gut, ne? Unscharf. Was ist denn jetzt wieder unscharf? Der war doch gerade eben scharf. Wo waren hier jetzt? So ist es scharf. Naja, gut. Das Spiel gibt uns das ja vor. Wir können nicht viel machen. Ich würde sagen, let's shoot a photo!
Es ist schön, dich immer Nein, an meiner Seite sie zu ist haben. aufgewacht. Ah, nee, ist sie nicht. Auch wenn Okay. es nur ein Bild ist. Ja. Es tut mir leid. Sorry, dass ich gerade so anteilsnahmslos bin, Leute. Es ist natürlich tragisch. Meine geliebte Schwester. Du wirst für immer in mir weiterleben. So, und ich muss euch sagen, ich möchte gar nicht zum See. Können wir nicht einfach was anderes machen? Ich möchte nicht zum See. Entwickle das Foto. Ich gehe mal, sorry. Das machen wir jetzt. Sorry, Friends. Ui, im Keller hätte ich aber gerne das Licht an. Ich gehe nicht in den See. Also, wir sind nicht lebensmüde. Na, ist hier jemand? Hallo? Hallo? Der Junge, die traut sich aber auch was, ne? Uiuiui. Ui, ui. Aufgewischt hat ja auch noch niemand. Na gut. Ab geht's. Entwickel le Foto. Oh, was haben wir hier noch? Habe ich übersehen? Spiegel. Ein Ja, was ist das? Objektiv und eine Rolle Ach. Infrarotfilm. Oh, aha. Die halten auf Film fest, was das blanke Auge nicht sehen kann. Oh, okay, wichtig, wichtig. Für den See, wenn wir da filmen wollen. Ich möchte trotzdem nicht an See. Ja, klasse. Aber muss ich das jetzt genauer anschauen? Orangefilter. Bei Nebel verbessert er das Bild, da er ihm etwas Kontrast verleiht. Ah. Mit diesem Objektiv kann ich sehr nah herangehen. Sehr gut. Blaufilter, ideal für Innenaufnahmen. Top. Top, top, top. Wieder was gelernt. So, und jetzt? Mehr gibt's hier nicht. Wird das Foto entwickelt. Wir machen das natürlich immer, ne? Wir können es überspringen. Wähle das Foto, das du entwickeln willst. Ja, die da. Dieses Foto entwickeln. Ach, das müssen wir doch machen. Okay. So, wie ging das jetzt nochmal? Papier legen, Vergrößerung. Ah, okay. Verzeiht mir das, Friends. Ist schon wieder ein bisschen her. So. A und D ist Fokus. Achso. Ein Foto ist Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Das stimmt. Ein lebloser Körper. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhoffe. Vielleicht Nein. ist es albern zu glauben, dass man die Seele von jemandem einfangen kann, der gestorben ist. Also ihr Körper hast du ja schon mal gut eingefangen. Beziehungsweise ihre Existenz, sorry. Ach, 1000 Stopp. Oh, jetzt hätte ich das fast verpasst. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und let's go. Das war genau in der Mitte. Green Bean, wie bei NBA. Ihr Gesicht kann mir nicht mehr verraten, ob es meine Schuld war. Das hätte mir eigentlich schon klar sein müssen. Ich kann nur an den See fahren und die Filmrollen holen. Ja. Anscheinend war es doch ihre Schuld. Oder zumindest teilweise. Das heißt, ich kann mich nicht drücken. Wir müssen an den See. Ah, das Bild sieht ein bisschen überbelichtet aus, muss ich sagen. Also das kann ich besser. Aber gut. Was stand da? Achso, ihr Gesicht kann es leider nicht verraten. Ob es meine Schuld war. Ja. So ist es leider. Aber ich denke mal, wir werden das noch rausfinden können. Es ist dunkel. Aber hier ist Licht an. Junge. Hier. Ich bin die Zielscheibe. Na, braucht noch jemand eine Schießübung? Hier läuft ein kleines armes Mädchen mit dem Licht in der Hand rum. Das hat der Papa gehört. Der hat als General generell einen leichten Schlaf. Das wird der gehört haben, sage ich euch. Was haben wir hier? Eine Lampe. Oha. Okay.
Dann würde ich sagen, Freunde, geht's ab zum See. Wo ist denn der überhaupt? Kann ich mir hier Punkte setzen? Nee. Was ist denn hier der See? Da ist ein Fluss. Da ist eine Brücke. Eine Brücke. Da ist unser Haus. Geht dann das zum See, sage mal. Bin ein bisschen verwirrt. Gehe zum See. Hä, was ist denn der See? Da ist doch nur ein Fluss. Wie die marschiert, ne? Die marschiert wie so eine Frau, wenn sie sauer auf ihren Mann ist. So, jetzt gibt's einen über mit dem Nudelholz. Ich hab das gesagt, den ganzen Tag bin ich am Meckern. Da komm ich jetzt. Noch Ewart. Lass mich raus. So, sorry, Freunde. Ich nehme hier ein bisschen. Geht's hier zum See? Wie Ich kam gesagt. hierher zum Angeln, als ich klein war. Ich ging Ja. mit dem freundlichen Mann, der für meinen Vater arbeitete. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Vielleicht ist er auch in den Krieg gezogen. Oh nein. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Oh Gott, was war denn jetzt los? Aber wir schauen uns das Ganze auf jeden Fall mal an hier. Wo laufe ich denn gerade lang? Ach so. Es geht hier noch weiter, aber man kann die Karte hier. Hallo? Man kann die Karte hier noch ziehen. Ja, dann sieht die Welt ja schon mal ganz anders aus. Jetzt nur die Frage, wo bin ich? Hier, irgendwo, ne? Ich laufe jetzt gerade hier hinten raus. Da bin ich auf der falschen Richtung. Okay, jetzt macht das Ganze Sinn, Freunde. Oh, die ist immer noch sauer. Hier ist das Haupttor, ne? Ja, okay. Aber ich kann nicht da unten lang. Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Uiuiui, manchmal hat es aber ein bisschen Probleme hier. So, sorry, Mama, Papa. Ist ganz normal. Das ist der Totengräber, der hier draußen rumläuft. Der guckt noch, ob er hier irgendwas ausbuddeln kann. Der macht noch eine kleine Lichtershow für euch. Ne, ich kann sie nicht an- ausmachen. Okay. Jetzt aber mal kurz richtig gucken. Hier geht's den Weg lang runter über die Brücke zum See. Okay, warte. Hier vorne dann rechts. Nee, da geht's nicht runter. Wie komme ich an den Weg aber? Nach da unten. Karten lesen. Wer hat denn das heute? Pack doch mal Google Maps aus. Junge, wo sind wir denn? Hä? Gibt's ja gar nicht. Man hier runter? Abkürzung gibt's nicht, nee. Hier, ihr seht schon alles. Schön bewacht, da kommt natürlich auch niemand durch, ne? Also über so einen Zaun klettert man einfach nicht. Boah. Der Generator, der hat mir kurz Angst gemacht. Junge, Junge. Ausgepackte Kisten. Wir sehen aber nicht, was drin ist, okay. Das sieht hier alles ein bisschen. Tiere schlafen alle. Es sieht mir ein bisschen aus, als wird hier ein bisschen hastig gearbeitet. Ne? Da steht noch die leere Kiste. Da liegt das einfach nur so rum. Ist hier irgendwas passiert? Als ich klein war, hatte ich Angst vor Tieren. Ah, Ich habe okay. mich ihnen nie allein genähert. Aber jetzt? So, wo lang? Geradeaus. Hier lang, ne?
Sehr schön. Also, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte, die junge Dame traut sich was. Ich liebe die Nacht, aber diese Nacht macht mir Angst. Ja, glaube ich Manchmal dir. habe ich das Gefühl, dass ich all das Leid spüren kann, für das ich verantwortlich bin. Die hat doch was Es kommt gemacht. mit jedem Schritt näher. Ich spüre, wie ein kalter Wind an mir vorbeizieht. Ich habe Martha verletzt. Ich hab dich. Je näher ich dem See Ich hab komme, desto dich. Du sicherer bin bist. ich mir. Ah. Und wegrennen. Nötigsten Preis. Hui, hui, Ich habe sie hui, getötet, um die Liebe zu stehlen, die jeder nur für sie empfand. Wie konnte ich nur so etwas tun? wir waren das echt? Okay, wir dürfen nicht vom Weg abkommen. Ich komme hier nicht durch. Was ist hier? Was passiert hier? Hilfe! Okay, wir haben einen SS-Helm. War unser Papa bei der SS? Kann es sein? Belichtung. Wände. Zu dunkel. Ja, hä, es geht doch nicht heller. Ach so, wir haben das Ding gar nicht drauf, ne? Was brauchen wir jetzt hier? Draußen hellig zusammen ermöglicht das Fotografieren. Erfordert aber sehr lange Belichtungszeiten. Achso, den Blitz einfach drauf, ne? Ja. Korrekt belichtet. Wir wollen es ein bisschen dramatischer machen, ne? Ja, so. Ah, ne, jetzt ist es zu dunkel. Okay. Und Fokus, ab wo ist scharf genug? Hier. Deutsche Soldaten. Papa hat angeordnet, dass in der Nähe des Hauses Patrouillen durchgeführt werden. Aber wie konnte dabei ein Helm verloren gegangen sein? Das weiß nur Gott. Julia? Julia, ab nach Hause mit dir. Ich weiß nicht, ob ich hier noch langlaufen möchte. Da läuft auch irgendwas im Wald rum. Hilfe! Freunde, Freunde, ich habe ein bisschen Angst. Ich würde sagen, bevor wir uns Richtung... Wir sind fast am See. Okay. Wir machen hier eine Pause. Wir machen mal das Licht aus. Wie mache ich das nochmal aus? Die Taschenlampe kann ich gar nicht ausmachen. Ich wollte es uns hier ein bisschen gemütlicher machen. An dem Grenzstein hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was es ist. Auf jeden Fall, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann geht's ab zum See. Und schauen wir mal, ob die weiße Frau auf uns wartet, ob Martha auf uns wartet. Ich weiß es nicht. Ich möchte, wie gesagt, eigentlich nicht dahin, aber wir müssen wohl.